herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Und heute sind wir auf der Lahntalbahn unterwegs. Mit einem Talent fahren wir heute von Andernach bis nach Limburg. Und hier auf der Karte könnt ihr auch unseren heutigen Fahrtverlauf sehen. Zum Einsatz kommt die Baureihe 643, also die dieselmechanische Variante vom Talent 1. Hier sind wir am Bahnhof von Andernach, umgestiegen vom Regionalexpress 5. Und hier ist auch schon unser heutiger Zug. Der kommt aus Mayen von der Bahnstrecke Kaiserslautern-Andernach und von hier aus geht es mit Fahrtrichtungswechsel nun weiter bis nach Limburg über Koblenz. Und wir hören uns erstmal den Klang des Zuges an. Ausstattung ist nicht sonderlich dolle hier im Zug, also da sollte man nicht viel erwarten. Die Sitze sind ziemlich fest und unbequem. Es gibt auch keine weitere Ausstattung, aber der Sitzabstand, der ist wirklich in Ordnung. Wir sind hier mittlerweile in Weißenturm und Mülheim-Kärlich. Hier haben wir das ehemalige Atomkraftwerk von Mülheim-Kärlich. Passieren dies gerade. Nächster Halt ist dann Koblenz Stadtmitte. Interessanterweise ging es hier auch an einer Münchner U-Bahn vorbei. Wenn ihr wisst, was es damit auf sich hat, könnt ihr mir das natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Weiter geht's vorbei am DB-Museum von Koblenz. Auch ein sehr interessantes Ziel für mich, bestimmt mal. Hier war ich bisher auch noch nicht zu Gast, aber sicher sehr interessant, sich das einmal anzuschauen. Danach geht es dann natürlich über die Mosel. Dann haben wir erst den Stadtbahnhof von Koblenz, also Koblenz Stadtmitte, und dann den Koblenzer Hauptbahnhof. Hier überqueren wir die Mosel, im Hintergrund Festung Ehrenbreitstein und das Deutsche Eck zu erkennen. Das war jetzt gerade der schiffbare Arm der Mosel und hier eben der andere Arm, wo keine Schiffe unterwegs sind. In der Regel, hier geht es dann nämlich nicht weiter. Daher hier auch noch die alte Bogenbrücke erhalten. Und hier sehen wir nochmal den Innenraum. Also ihr seht schon, die Sitze nicht sonderlich weich gepolstert und auch sonstige Ausstattung gibt es nicht. Aber der Sitzabstand, wie gesagt, wirklich sehr großzügig. Hier sind wir in Koblenz Hauptbahnhof. Sehen hier auch den RE5 nochmal wieder, mit dem ich angekommen bin, aber eben schon in Andernach umgestiegen bin. Auch den RE8, den ich vor ein paar Videos schon mal angesprochen hatte, sehen wir hier. Hier sehen wir auch einen Lind 27, der kann hier nämlich ebenfalls zum Einsatz kommen, genauso wie der Lind 41 oder die dieselelektrische Variante Baureihe 644, das Talent 1. Also vier verschiedene Fahrzeuge, die hier auf dieser Linie eingesetzt werden können. Wir haben nun den Rhein überquert. Hier haben wir gerade den Abzweig zur rechten Rheinstrecke, den wir vor zwei Videos kennengelernt haben. Wir fahren jetzt in die andere Richtung, erstmal nach Niederlahnstein. Hier besteht dann noch Anschluss in Richtung Rüdesheim, Wiesbaden und Frankfurt. Und dann geht es in das Lahntal hinein. Direkt am Anfang überqueren wir hier also auch erst einmal die Lahn. Und ja, jetzt haben wir hier wirklich eine wunderschöne Landschaft, also wirklich eine sehr sehenswerte, beeindruckende Bahnstrecke. Kann ich euch absolut nur empfehlen, ihr werdet es in diesem Video sehen, hier mal lang zu fahren. Und auch hier gilt wieder wie immer, ich war im Winter unterwegs, stellt euch das alles noch grün und schön im Sommer vor.
Wetter hat ja heute gut mitgespielt, aber wenn jetzt noch alles grün ist, dann kann man sich wirklich vorstellen, wie schön diese Bahnstrecke hier ist, denn schon im Winter ist sie wirklich sehr beeindruckend und eine wunderschöne Landschaft, die man hier vom Zugfenster aus beobachten kann. Der schönste Ort entlang dieser gesamten Strecke ist Bad Ems. Das ist der Ort, den wir hier passieren. Der hat mich sehr an Karlsbad in Tschechien erinnert oder auch an die Orte an der Elbe von Dresden Richtung Königstein, Bad Schandau. So von der Architektur her, also wirklich ein sehr mondänes Kurbad hier. Wirklich ein toller Ort. Sicherlich auch einen Zwischenstopp wert. Ich hatte keine Zeit dafür, für mich geht es also direkt weiter. Hier erreichen wir aber erstmal den Bahnhof von Bad Ems, der sogar mit einer richtigen Bahnhofshalle daherkommt. Also wirklich ziemlich beeindruckend, dieser Ort hier. Auf der Verbindung, auf der wir jetzt hier unterwegs sind, der Lahntalbahn, sind zwei Zuglinien unterwegs. Und zwar eben einmal die Regionalbahn, mit der ich jetzt hier unterwegs bin. Das ist die RB23. Und zusätzlich der RE25, der Regionalexpress, der fährt von Koblenz. Mit nur wenigen Zwischenstopps, nämlich nur in Niederlahnstein, Bad Ems, Nassau und Diez nach Limburg und von dort aber auch noch weiter nach Gießen, wohingegen wir eben an allen Zwischenstationen halten. Es gibt immer wieder Brücken über die Lahn. Die Lahn überqueren wir hier auf dieser Strecke gleich mehrfach. Wir haben zahlreiche Tunnel entlang der Strecke, die aktuell alle nach und nach modernisiert werden. Also wirklich eine sehr abwechslungsreiche und spannende Bahnstrecke. Von der Landschaft her vergleichbar ungefähr mit der Mosel. Mich hat es alles immer wieder an die Mosel erinnert, die ja auch dafür bekannt ist, eben wunderschön zu sein. Also wirklich eine sehr sehenswerte Bahnstrecke. Die Lahn ist auch schiffbar, allerdings sind hier nur sehr wenige Schiffe unterwegs, denn nur ganz kleine Schiffe können hier noch fahren. Deswegen sieht man hier zwar Schleusen und Schifffahrtszeichen, aber eben sehr wenig Schiffe während der Fahrt. Unser nächstes Ziel ist dann Laurenburg, hier mit der gleichnamigen Burg im Hintergrund. Danach folgen noch Balduinstein und Fachingen. Fachingen ist ja auch durch das Wasser staatlich Fachingen bekannt. Davor haben wir hier wieder einen der zahlreichen Tunnel. Dieser wird eben, wie man unschwer erkennen kann, aktuell modernisiert. Das soll eben bei allen Tunneln hier entlang der Strecke nach und nach der Fall sein. Ja, und auf eigentlich der gesamten Fahrt von Koblenz bzw. eben ab Niederlahnstein bis nach Limburg folgen wir immer der Lahn, sind meistens ganz dicht am Wasser dran, also wirklich sehr, sehr schön hier. Hier haben wir den Bahnhof Balduinstein und danach folgt dann eben Fachingen mit dem bekannten Wasserstaatlich Fachingen. Davor überqueren wir mal wieder die Lahn und das auch gleich zweimal, bevor wir eben Fachingen erreichen. Hinter Fachingen folgt dann noch Diez und ab da wird die Strecke dann ein bisschen unspektakulärer. Gerade hier bis Diez haben wir eben, wie gesagt, auch zahlreiche Tunnel. Hier jetzt noch einmal die Überquerung der Lahn und nun sind wir eben in Fachingen. Hier haben wir auch das Fabrikgelände von staatlich Fachingen. Und dann geht es eben weiter nach Diez. Der nächste große, wichtige Halt. Hier gibt es theoretisch dann auch Anschluss in Richtung Wiesbaden über die Ahrtalbahn. Allerdings ist diese aktuell nicht in Betrieb. Da gibt es zwar Planungen, die zu reaktivieren, aber im Moment fahren hier keine Züge. Hier sehen wir jetzt gleich das Stadtbild von Diez mit der Burg in der Stadtmitte. Also auch wirklich sehr sehenswert, hübscher Ort hier. Bahnhof liegt dann aber ein gutes Stück hier von der Innenstadt entfernt. Und kurz dahinter
treffen wir dann auch auf die Bahnstrecken aus Montabaur und Altenkirchen kommend. Ja, und dann ist es auch gar nicht mehr weit, bis wir dann unseren heutigen Endbahnhof in Limburg an der Lahn erreichen. Dort endet dieser Zug auch und ich bin aus- und umgestiegen und hier wird es dann auch im nächsten Video weitergehen. Hier sehen wir gerade die Stadler GTW der HLB. Die HLB fährt dann von hier aus auf der Lahntalbahn auch weiter, eben in Richtung Gießen als Regionalbahn. Und die Deutsche Bahn bedient den Regionalexpress, der die Lahntalbahn dann eben auf gesamter Länge befährt bis Gießen ab Koblenz. Hier haben wir jetzt den Bahnhof von Limburg erreicht und hier steigen wir jetzt aus. Und unser Zug fährt jetzt von hier aus wieder zurück über Koblenz und Andernach nach Mayen. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich sehr über Kommentare, Likes oder einen geteilten Videolink freuen. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann folgt mir gerne und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.